Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SnowRunner, wo wir heute mit dem Derry Longhorn, den werde ich mir mal zulegen, eine... Achso, ich dachte, du fährst jetzt einmal mit meinem rum. Nö. Du hast doch Geldprobleme. Deswegen. Yankee ist auch dabei und widerspricht natürlich wieder. Hallo Yankee. Dem kann ich nicht widersprechen. Das ist sehr gemein. Wir holen uns mal eben hier vernünftige Schlappen. Exzellent, schlecht durchsichtig. Kettenset haben wir noch nicht. Zum Freischalten noch 14, Rang 14, okay. Dann nehmen wir mal, welche sehen denn geil aus? Die sehen geil aus. Die nehmen wir mal. Dann Winde. Was soll ich für eine Winde nehmen? Schwerwinde verlängert. Klingt gut, ne? Tja, was hast du denn sonst zur Auswahl? Die Standardwinde ist ja langweilig. So, Ersatzrad ist gesperrt. Rahmenzusatz. Ah, warte mal. Dann nehmen wir den Schwerlastauflieger. Dann machen wir was richtig Schweres. Wie wär's damit? Ey, ja, dass die Zuschauer mal richtig was sehen können hier. Nehmen wir mal den. So. Wer brauche ich denn hier nochmal bis Rang 13? Ne? Muss man. Warum? Ah, F12er Aufnahme pausieren, deswegen. Welche Taste ist denn hier das Dings aufmachen? Was aufmachen? Das, wo man gucken kann, wie. Ah, F4. Du hast aber jetzt nicht irgendwann zwischendurch die Aufnahme pausiert, oder? Doch. Nein, irgendwann vorher schon mal, weil du es nicht wusstest. Nein, gut. Ich habe gerade eben, als ich sagte, welche Taste, und ich gesagt habe F12, da habe ich rausgefunden, dass wir mit F12 die Aufnahme pausiert. Gut, wir wollen massenhaft Waren transportieren, sagst du? Ja. Gut, dann... Ich sag, nehmen wir den. 5 Wareneinheiten. Oder den. Wo steht denn jetzt, wie viele Punkte ich jetzt hier brauche für Level 13? Ist das das hier vielleicht, ne? 370 von 2100, ne? So ein bisschen. Vielleicht, wo ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte die einzelnen Missionen geben. Naja. Pritschen Tiefladeraufhänger klingt gut, ne? Dann kann die Ware nicht so runterfallen. Den nehmen wir mal. Achso, Sattel niedrig wird. Ich habe den hohen, ne? Ja, stimmt. Dann können wir nur den Schwerlast-Tieflader nehmen. Nee, auch nicht. Was wird jetzt benötigt? Ich will den hier haben. Pritschen. Tieflade. Pritschen. Auflieger. Sattel niedrig. Okay. Okay, okay, okay. Gut, dann halt mit dem niedrigen Sattel. Du suchst schon mal eine Mission raus? Im Moment gucke ich gerade, ob das Ding hier noch irgendwelche Upgrades hat. Ansonsten... Wir können ja auch gucken, nee, was es für Upgrades auf der Map gibt und so. Jo. So. Werkstatt verlassen. Dann, Da war es wieder, das Einatmen und Dings. Einatmen und Dings, ja. Wir sollten die andere Brücke auch noch reparieren. Ich habe dafür mal etwas angeschafft. Das ist gut. So, welche Mission willst du denn machen? Die lange Brücke dann, ne? Die lange Brücke, richtig. Und dafür brauchen wir Holzplanken und Ersatzteile. Los geht's. Genau. So, wo möchtest Holzplanken, also es gibt eine Holzstation da hinten rechts. Mhm. Wollen wir die direkt nehmen? Können wir machen. Die sieht so aus, als wäre das die, wo man halt auch ein bisschen das spannend wird. Ja. Ne, würde ich mal sagen. Ja, dann würde ich sagen. Dann guck mal, was ich gekauft habe. Ja, das ist doch schön, das ist doch super. Ne? Habe ich mir auch gedacht. So macht das Spaß. Du kannst übrigens diese Anhänger doch verkaufen, ne? Also musst du anhängen, fährst zum Anhängershop und dann kannst du sagen, verbundenen Anhänger verkaufen. Dann kriegst du ein bisschen Geld. Ich habe dir den extra dahingestellt schon mal. Ja, ich kann den aber hier nicht anhängen, da müsste ich jetzt... Nee, ich wollte es nur sagen. Ja. Dass ich da an dich gedacht habe. Ja, das ist total lieb von dir. Hätte ich gar nicht irgendwie damit gerechnet, dass du jetzt plötzlich so nett zu mir bist. Plötzlich. Wie kommt das? Einfach nur so? Plötzlich. Ja, ansonsten ist doch immer so,
so, ja, hier ist der Yankee, der immer der blöde Klugscheißer, der nervt, ja, und exakt, endlich kann ich alleine spielen. Ja, genau. Und jetzt bist du plötzlich so lieb. Es ist so ein psychologisches Spiel. Ja. Ich muss mal hier so ein Thumbnail machen. So. Sowas wie guter Kopf, böser Kopf, nur halt in einem. Nur immer böse, ja. Genau. Nee, jetzt ist er ja gerade, war jetzt er ja gerade lieb. So, da bin ich ja mal gespannt. Der Wendekreis von diesem Ding, ne? Also die, boah, warum hat der keine Zwang? Er hat keine Zwangslenkung. Hinten, vorne, warte mal, hinten, auch nicht. Na gut, ist ein Sattelauflieger, ne? Das ist ja kein Problem. Ja, es ist aber auch selten, dass LKWs eine Zwangsimpfung haben. Zwangslenkung. Was ist das? Was kann die? Da wird hinten mitgelenkt. Also ein Hundegang? Nein. Hundegang, ja, gibt ja Hundegang, Igelgang, Hasengang. Ach, das gibt's auch noch alles. Ich kenne nur. Nein, Hundegang wäre ja, wenn du zum Beispiel senkrecht eine Parklücke fahren willst, so, das wäre ja Hundegang. Und zwangsgelenkt ist ab so und so vielen Achsen, wenn dann hinten zum Beispiel beim Anhänger die hintere Achse mitgelenkt wird. Oh. Alter, der. Er ist nicht besser. Also das ist so krass. Der ist nicht besser als der Royal, würde ich sagen, der Standausrüstung. Wir haben ja noch keine. Wie sieht denn der von innen aus? Boah. Ey. Pff, die haben sich echt Mühe gegeben mittlerweile hier, ey. Weißt du noch, wie die früher aussahen, die Armaturen in dem Spiel? Nö. Das Spiel ist ja erst seit 2 Wochen oder so auf dem in Markt. In SnowRunner, in Matrona, Spin Tires. Nee, das habe ich nicht gespielt, den kenne ich nicht. Aber der Auflieger ist komplett frei, ne? Ich kann den 180 Grad, 90 Grad einklicken. Also ich kann hier im Stehen den zurücksetzen, das ist voll, voll geil eigentlich. Stell dir mal vor, es wäre ein Drehschemel, die Zuschauer würden durchdrehen. Ja, und ich auch, natürlich. Ja, das ist aber, also du hast ja keine Probleme, ne? Also ich dachte jetzt erst so, okay, mit der Karre, da ist schon ganz gut, wenn ich ja mit dem Cut mitfahre, aber naja, du flügst da hier einfach durch den Matsch durch. Ja, das wird gleich noch kommen. Ja, der hat da schon serienmäßig Allrad drin. Weiß ich nicht, ob zugebaut, schon von Natur aus oder das Ding ist, jetzt kommt ja noch Last drauf, ne? So. Wohin willst du jetzt? Warte, ich vergleiche mal die Karten. Wir brauchen jetzt noch. Was war das zweite, was wir brauchen? Holzplatten Ersatzteile. Und. Ersatzteile. Ersatzteile, die gab's doch im Logistik. Hier. Nee. Richtig, doch. Warum wird das nicht angezeigt? Wenn du hier auf Ersatzteile klickst, wird's angezeigt, siehst du? Tja, mir wird's nicht angezeigt. Okay, dann fahren wir hier wieder. Ja, dann musst raus. Du hier auf Ersatzteile, siehst wo du? Wo willst hier du langfahren? Ah, da. Ja! Ist ja gut. So. Okay, ich folge dir. Wunderbar. Sind schon geile Maschinen. Ah, jetzt habe ich drauf gewartet. Und das wird ja noch härter, noch dickere Maschinen dann in Russia. Wo die Map dann wahrscheinlich auch wieder einen anderen Ton hat, ne? Das hier ist ja so freundliche Winterlandschaft mit Matsch. Ich hab. Ich glaube. Ich habe übrigens hier auch die starke Winde direkt reingebaut. Ich glaube, es ist soweit. Ja, dann häng dich mal an. Das ging aber schnell. That escalated quickly. Da zieht er mich rum hier. Ha. Weil ich umkippen, ne? Hallo? Nee, nicht umkippen. Ach, du musst mehr nach in die Richtung. Hallo, warte mal. Ja, genau. Ich kann nicht einfach hier an den Stämmen vorbei. Sehr gut. Geht. Läuft. Da habe ich natürlich dieses Wendekreisproblem, vor allen Dingen dieses Lenkungs dauert ewig, ne? Also, ja, der okay, hat auch warte mal, Wendekreis. Ich muss nach rechts lenken. Okay, ich bin gleich da. Ja, der hat auch einen riesen Wendekreis hier, aber hier ist das praktisch jetzt gegenüber dem Dings, ne, mit dem Auflieger. Ich kann den quasi, weiß ich nicht, bestimmt 270 Grad einknicken. Oh, ey.
Ey, die ist aber auch hier. Puh. Und jetzt stell dir vor, Russland. Niemand weit und breit. Dicke Trucks. Ja, ist denn in Russland jetzt die Landschaft unfreundlicher so? Das ist ja grüßt die da nicht? Tundra, ne? Ich hab mal so eine Reportage gesehen, wo die da wirklich so Transporte machen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, ne? Also hier, das ist ein Spiel, ist total übertrieben. Also was die da Straße nennen, ne? Also jetzt mal wirklich, das ist, wenn du denkst hier, das ist Quatsch, was wir hier sehen, ne? Das ist da wirklich so. Das ist also, die fahren da rum, die fahren da, weißt du, mit so einem alten VW Passat, ne? Der noch diese Kantenform hat, fahren die da durch Matsch durch, brauchen 3 Stunden für 10 Kilometer, weil die ja nur am Spinnen sind, ne? Also. Ja, ich meine, das ist halt auch, lohnt sich da halt jetzt nicht eine Autobahn hinzubauen, wenn da nur halt einmal am Tag mal ein LKW lang fährt, ne? Steck's fest. Ich weiß gar nicht, ob das gebaut wurde oder ob das Resultat des steten Daherfahrens ist. So. Ja, deswegen sag ich ja, es ist halt nicht, das lohnt sich da nicht, eine Straße hinzubauen, ne? Also, ist halt. Und was ich krass fand, ist, wenn die in Sibirien da wirklich sind und müssen morgens zur Arbeit, die lassen nachts das Auto laufen. Weil A, Sprit kostet ja nichts. Und B, dann bleibt der Motor, also sonst springt der Motor an, ja, Diesel nicht an. Diesel, Kälte, blöd. Ja, also da habe ich auch ein paar Bilder gesehen aus den USA, also in den nördlichen USA-Staaten, da wird es ja durchaus auch mal kalt. Und da haben die, da ist es teilweise normal, dass die an den Parkplätzen Steckdosen haben und die haben dann halt alle so Halsmatten, die unter die Motorhaube legen, so elektrisch betriebene. Mhm. Da stecken die ein, laden die und halten damit halt den Motor warm. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen besser, als wenn der Parkplatz voller dampfender Autos steht. Ja, so. Das mit dem Warm halt, mit Matten, das kenne ich nur. Diese Dinger, die du in den Zigarettenanzünder reinsteckst, und das Fenster raus und dann auf die Windschutzscheibe legst, damit die nicht vereist ist morgens und du nicht kratzen musst. Was den Nachteil hat, dass das Wasser gefriert, das gefrorene Wasser, flüssig wird und teilweise dann echtes Eis bildet, statt einfach nur, dass du den Schnee runterschieben musst. Weißt du, ich meine? Also ich hab so einen Teil auch mal gehabt, aber das war... Hier müssen wir rein, oder? Bitte? Hier müssen wir rein. Ne? Ja, genau. Da muss rein, da muss rein. Oje. Aber das war ohne Zigarettenanzünder, das war krass. Einfach nur so eine Alumatte und das reicht halt eigentlich, also in Deutschland zumindest reicht das, ne? Da hast du, der macht so ein bisschen. Das meine ich. Ne? Kannst du, auf der Stelle kann ich den hier so einknicken. Ist eigentlich relativ praktisch. Das heißt, ich könnte hier reinfahren, aufladen und rückwärts wieder rausfahren. Ja, das, ja, voll praktisch. Also wir brauchen was? Ersatzteile? Ja, Ersatzteile. 2. Ja. Ich hätte nur, das war in meiner Zivildienstzeit, da bin ich halt mit so einem Kleintransporter, also mit so einem 9-Sitzer, morgens in aller Frühe und habe halt Kinder zur Schule gebracht. Was hast du gemacht als Zivildienst? Ja, so Zivildienst halt, ne? Also alles. Ja, also ich war halt an der Schule Zivildienstleistender. Okay. Okay. Mhm. Und dann macht man da was halt, also es war eine Sonderschule so. für Behinderte, für lernbehinderte und erziehungsschwierige Kinder. Und, da fing ich morgens als erstes. Wie hast du denn die Stelle bekommen? Gut, ja. Hm? Wie hast du denn die Stelle bekommen? Okay, ja. Ja, ich war da schon ganz gut vernetzt. Ne? ich wäre übrigens auch bei der, also ich war ja bei der Bundeswehr 3 Wochen und habe das. Die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ne? Also das war ein Paar ohne Match. Und ich wäre dann auch an einer Sonderschule, wäre ich dann auch Zivildienstleistender geworden, wenn das bis dann festgestellt wurde, so einen kann man ja für gar nichts gebrauchen, ne? Seitdem bin ich YouTuber. Naja gut, das war jetzt etwas verkürzt. es gibt ja Leute, die glauben, ich mache nur YouTube, aber das ist ein tolles Ding hier. Wir haben es, glaube ich. Oder? Soll ich? Darf ich? Ja, mach. Gib Gas. Kommt die Brücke. So, pass auf. Lange Brücke, entladen. Ersatzteile, entladen. Ja, guck mal, wie schön.
Eine schöne Brücke. Kann man drüber fahren und so 22 Sachen. Punkte von 7000, die mir noch fehlen für alles Mögliche. Gut, lass uns mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen werden. Jo, also gucken wir mal, ob es hier eine Aufgabe gibt, für die wir viel transportieren müssen, wo wir hier gerade diese geile Dinge haben. Ja, guck mal, hier müssen wir viel transportieren. Und ist auch nicht weit für das Erste. Also wir brauchen dafür Beton, kleine Rohre und Holzpranken. Holzpranken? Ja. Was sind denn Holzpranken? Ja, das sind Holzplanken, aber wenn man, da du vor irgendwie 5 Folgen oder so mal Holzpranken gesagt hast, dachte ich... Lieferung, was ist das? Lieferung ins Dorf. Nee. Lieferung in die Stadt. Welche ist denn das? Also, Wasserversorgung ist das. Steht doch hier. Also hier bei der Fabrik, ach, da gibt es schon mal die Betonblöcke. Hast du denn die Mission schon angenommen? Ja, mach mal. So, jetzt ist es aktiviert. So, Betonblöcke gibt es da. Hier gibt es quasi alles, planen. Vor allen Dingen die Rohre. Vielleicht an den Sägemühle Holz, da würde ich jetzt mal denken, da gibt es überall Holz. Also Holz gibt es an jeder Ecke. Holz ist kein Problem. Ja, das Ding ist vor allen Dingen die Rohre. Die sind in diesem Lager da oben. Da haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir auch mal vielleicht in der nächsten Folge einfach mal die Map aufdecken. Und Secrets einsammeln. So, weil jetzt haben wir heute in dieser Folge ja transportiert. Dann machen wir vielleicht mal eine Erkundungsrunde. Vielleicht finden wir ja tolle Sachen hier auf der Map. Komm auch mal, dann brauchst du vielleicht noch eine andere Karre dafür, ne? Ja, ist ja gut, dass wir eine Werkstatt hier in der Nähe haben. Dann würde ich den hier erstmal abstellen, irgendwo, wo er nicht im Weg steht, was bei dem Teil etwas schwierig ist. Ich fahre mal eben über die Brücke, guck mich da hinten irgendwo hin. Ja, und ihr, liebe Zuschauer, schreibt gerne wieder fleißig Kommentare, über die freuen wir uns und lesen die alle, ich zumindest. Ob der Yankee das tut, weiß ich nicht. Und ja, ich gucke da auch ab und zu rein. Sehr schön. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich werde mal gucken, ne? So daumentechnisch ist es ja sehr schön zu sehen, wie ihr das auch unterstützt. Ein Klick, viel Unterstützung für dieses Projekt. Vielen Dank dafür. Und ja, ich fahre den mal hier so ein bisschen an die Seite. Das war jetzt etwas anders geplant. So rum. Ne, wenn wir ja dann, wir brauchen wieder diese Transportmission. So. Genau. Ja, und dann erkunden, würde ich sagen, könnten wir ja dann wieder mit dem, ja, mit dem Download-Fahrzeug, oder? Ich glaube schon, dass das das Beste dafür ist. Ja, und ich kann ja eigentlich hier mit der Karre weiterfahren, ne? Aber den habe ich ja noch im Lager. Da. Mal eben gucken, ob ich den noch aufrüsten kann. Irgendwas. Wir haben ja sicherlich neue Sachen freigeschaltet. Federung. Naja, will ich nicht da rumfummeln. Hier sehe ich keinen Unterschied. Dann nehmen wir lieber die autonome Winde. Ah, Rang 14. 7450 Punkte brauche ich noch. Krass. Können wir doch irgendwie mal pimpen hier? Nee. Also, ist eigentlich krass, ne? Das ist voll das coole Fahrzeug eigentlich. Also wirklich fett pimpen kann man den nicht. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen der Sinn der Sache. Also der ist halt auch so ja schon ziemlich stark. Und wenn du den jetzt noch dazu hochpimpen würdest. Also, ich denke mal, das ist eigentlich... Das wäre halt overpowered. Im Moment ist es halt ein Fahrzeug, welches gut, also welches wirklich sehr gut zum Scouten ist, aber welches sonst nichts kann. Du kannst damit keinen Anhänger ziehen, du kannst damit nichts transportieren und so weiter und so fort. Und das ist auch der einzige Grund, weswegen dieses Fahrzeug halt nicht overpowered ist. Wenn du das jetzt noch hier Dings machen würdest. Naja, für die nächste Folge, jetzt fährt der mir weg hier, die Küstenautobahn, ne? Was, Küstenautobahn? Ja, hier, wie ich hier markiert habe, Küstenautobahn, Wachturm und dann der nächste Wachturm. Ach so, also du, was der Yankee markiert hat, ist hier lang zu fahren und dann hier rum und dann hier lang und so weiter, hier hin und die Türme freischalten. Hier sehe ich schon einen Anhänger, den wir mitnehmen können. Gut, so machen wir's. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Ah.